Hallo Party People, willkommen heute in Darmstadt und der Verkehr findet in Darmstadt. Diesmal bei Skyline TV unter anderem sinnlose Gewalt, Action, Drugs Diese Pilze sind wirklich der wahre Shit. und Rock'n'Roll. Unseren Eskalationsspezialisten begleiten dabei auf seiner Flucht vor der Mafia die coolsten Homies der Stadt, Katrin und Patrick. Doch zuerst muss noch eine wichtige Frage geklärt werden. Tinschi fragt im Live-Chat, wo jetzt eigentlich der Sinn des Channels ist. Ich weiß es auch nicht so genau. Danach macht sich Adam mit den Einheimischen und deren eigenwilliger Architektur vertraut. Hallo. Na, wie kann man denn hier so wohnen? Macht es Spaß, hier zu wohnen? Ja. Ja? Ist aber auch eine schöne Wohnung, die du da hast. Ja. Ist sie sehr teuer in Darmstadt? Nein. Aber man wohnt sehr zentral, ne? Hier so bei den Läden? Nein. Nee. Das ist kein Haus. Ach, das ist kein richtiges Haus? Das ist kein richtiges Ach, Haus. ach stimmt. Das ist so aus Plastik, ne? Ja, Plastik. Ja. Nee, das geht bestimmt schnell kaputt. Ja. Ach, dann suche ich mir ein richtiges Haus. Es kommt, wie es kommen muss. Nach einer Überdosis Schlumpfeis wird Kontakt zum örtlichen Sprengstofffabrikanten aufgenommen. Schönen guten Tag, mein Name ist Wolke. Es geht um eine sehr wichtige Sache und zwar habe ich zu Silvester Feuerwerk gekauft und ich habe das heute gezündet. Ich habe es nämlich erst vergessen und dann habe ich mein Büro umstrukturiert. Ich habe jetzt so Blumentöpfe, na jedenfalls habe ich die jetzt gefunden und dann habe ich die heute mitgenommen. Und dabei waren auch Knallerbsen dabei, aber die hießen gar nicht Knallerbsen, sondern Koboldsnapper und Smashing Stars. Weißt du, normalerweise immer nur die Slot-Machines in der Merkur-Spielothek, wo ich mein Geld verpfeffer. Aber dieses Silvester hatte ich halt endlich mal Geld und was soll ich sagen? Es sind wirklich 50 Stück da drin. Nur ist das Problem, dass sie auf der Verpackung schreiben, circa 50 Teile. Und das hat mich halt ein bisschen irritiert. Also wenn sie das einfach ändern könnten, dass da steht 50 Teile, das wäre ganz gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt und tschüss. Unsere kleine, mit allerlei Sprengwerk bewaffnete Gruppe erregt die Aufmerksamkeit des ehemaligen Schauspielers und Teilzeit-Darmstädters Keanu Reeves, allerdings auch die anderer Interessengruppen. Komm hier, ja komm, heute ist verkaufsoffener Sonntag hier bei uns. Ja, komm, kriegst du, ja komm, kauf dir mal ein Eis davon. Hier, guck mal. Hier, so, ach komm, warte mal. So, kriegst du hier, komm, kriegst du auch noch dazu. Was kriegst du noch? Komm, kriegst du noch eine Wunderkerze, zünden wir dir direkt an, das klappt ja so gut. Oh, sind schon alle? Müssen wir gleich Nachschub besorgen. Okay, warte, warte, warte. Was kriegst du hier? Komm, ach. Als plötzlich Adams alter Arbeitgeber aus Syndikatstagen auftaucht, der stets in blau gekleidete El Topo, droht die Situation zu eskalieren. Geistesgegenwärtig, aber mit voller Hose, ergreift unsere Gruppe die Flucht. Nach der vermeintlich geglückten Flucht steht schon eine neue Challenge auf dem Programm. Wie viel Euro, wenn ich in den Aber hier Brunnen da vorne springe? hat doch ein Schild. Sollen wir ihn einfach klauen? 5 Euro, wenn ich in den Brunnen springe, warte mal, ich muss mal kurz mal angucken. 5 Euro ist immer so eine Grenze, wo ich sogar den Holocaust leugne. Nicht natürlich, sondern andere Sachen. Unter anderem die Existenz von Teflon, China, dem Mond und des Sandmännchens. Nachdem der einstimmige Beschluss gefasst wurde, sich heute ausnahmsweise mal nicht die Füße im Brunnen zu waschen, ist El Topo plötzlich wieder da. Nein. Nein. Und? Nein. Oh, sie hat mich gesehen, sie hat mich gesehen, sie hat mich gesehen. Fuck. Kaum entkommen, erwartet Adam auch schon die nächste Herausforderung. Bitter Sweet schreibt, ich spende 10 Euro, wenn Adam in den nächsten 15 Minuten einen Hund findet, der Kunststücke vorführen kann. Vor allem, wenn ich 15 Minuten Zeit habe, dann kann ich dem das unter Umständen sogar selbst beibringen. Ich habe Hunden echt viel schon beigebracht. Und zwar so richtig viel Blödsinn. Kurze Zeit später ist auch schon ein Hund gefunden. Das Problem ist, dass ich auch keine Leckerlis und so weiter dabei. Hallo. Dann sehe ich Hallo. schwarz. Dann sehen Sie schwarz. Dann Ich probiere es mal. schwarz. Sitz. 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 Adi. Und sitz. Adi, bleib mal hier. Guck mal hier, sitz. Du hast die Leine. Jawohl. Ja, ganz fein. Jawohl, super. Jawohl, ganz fein, ja. Und hoch. Und hoch, jawohl. Zählt das? Ja, komm, das zählt. Ja, zählt doch als Kunststück, oder? Während der Chat noch darüber debattiert, ob Adam die Herausforderung gemeistert hat, geht dieser seiner viertliebsten Beschäftigung nach. Wie geht's den Knallern? Ja, Also ich meine damit die Raketen. Seinem Spielerinstinkt folgend entdeckt Adam der weltgrößten Jenga-Turm und überredet seinen Begleiter zu einem harmlosen Spielchen,
Doch die Dinge entwickeln sich anders als gedacht. Hey, wollen wir Jenga spielen? Komm, lass mal Jenga spielen. Wer von euch will spielen? Patrick, folgendes. Ja? Wir müssen jetzt abwechselnd ein Ding da rausziehen. Wenn der Turm umfällt, hat derjenige verloren, bei dem das... Ne, und so weiter. Ich habe kurz noch mal eine Frage an Katrin. Hey, na, wie geht's? Folgendes. Da ist jetzt ein Gebot drin, dass für 5 Euro eine Spende eingehen wird. Wenn du dir das Schild um den Hals machen würdest und damit ganz weit rumrennst, wäre dir das wert? Nein. Ich beteilige dich mit 3,33 Euro. Das ist so ein interner Verrechnungsschlüssel. Nein. Nicht? Okay. Nee, das kann ich verstehen. Ist ja. Wie blöder Chat, ne? Der Chat sagt, wir sollen einfach den Haufen auch mit anzünden. Nicht nur die Raketen. Ich frage mal kurz Katrin, die ist da mal sehr... Hey, der Chat sagt, ich soll den Haufen anzünden statt die Raketen. Ja, das wäre auch okay. Das wäre auch okay. Ja. Aber ich verweise dann auf dich, ne? Ich sag, die Leute in Darmstadt haben es mir so gesagt, die gar nicht aus Darmstadt kommen. Ja. Ja, okay. Ist okay. Wer hatten die Streichhölzer jetzt überhaupt? Haben wir die mitgenommen? Ich guck mal bei mir nach. Aber jetzt nochmal, ich muss mal manchmal noch ein bisschen nachdenken, ob das, was ich gerade mache, eigentlich so gut ist. Gesetz der Fall, das brennt jetzt hier komplett durch. Dann habe ich wirklich ein Problem, ne? Okay, Regie, kannst du mir nochmal sagen, wie viele Zuschauer wir gerade sind? 101, wir sind über 100. Da gelten andere Regeln, ich versuch's mal. Aber ich glaube, das brennt nicht wie in der ganzen Folie, aber wir müssen mal gucken. Ich muss nur mal die Streichhölzer suchen, ich habe noch welche von der Merkur-Spielothek. Wir können es mal durchproben nur, was wäre, wenn wir es probieren würden. Ich versuche einfach mal kurz hochzukommen. Aber ohne Rucksack. Und dann gucken wir, ob das Ding überhaupt hält, okay? Oh nee, ich krieg das nicht mehr zusammengebaut. Wir hatten das gebaut. Doch das ist nicht Adams einziges Problem. Ein ortsansässiger Jenga-Schiedsrichter schreitet beherzt ein. Haben Sie das aufgestellt? Bitte? Haben Sie das aufgestellt? Weil ich probiere gerade das so aufzustellen. Wenn Sie mal nicht viel darum rummachen, dann passiert das. Hier können Sie auch hier drauf machen. Da drauf, okay. Ja. Aber ich will ja ganz nach oben kommen. Hier einfach hier drauf. Na, hält das? Also wir machen alles wieder ordentlich am Ende. So. Also, derjenige, der die Sachen hier selbst eigenhändig hingetragen hat, der empfiehlt mir, dass ich das als Stufe nehme. Oder das hat er doch gesagt. Er hat gesagt, ich soll erst darauf steigen und dann soll ich nach oben hüpfen. Dieser wunderschön eingesprungene doppelte Flachkörper ruft selbstverständlich wieder den Schiedsrichter auf den Plan. Das finde ich gar nicht überhaupt nicht Spaß an. Das war auch gar nicht Spaß damit. Oh, sorry. Ich dachte, ich soll die unterste Stufe nehmen. Also ich finde es wirklich keinen Spaß hier. Mach dir bitte hier ordentlich und bitte entfernen Sie von hier. Okay, ich mach's ordentlich. Bitte sofort. Packen wir alles drauf. Machen Sie mal solche Quatsch überhaupt nicht. Ja, aber keiner hat so coole Kartons, das ist das Problem. Machen wir alles wieder ordentlich. Ja, da bin ich Meister drin. Das kriegen wir hin. Na, ist doch schon, oder? Ist so okay? Okay. Bitte nicht mehr anfassen. Okay, ich spring nicht mehr drauf. Einige blaue Flecken und Papierschnitte später widmet sich Adam wieder den wirklich wichtigen Dingen. Kommst du mehr nach deiner Mutter oder nach deinem Vater? Schwierige Frage. Schwierige Frage, weil die sich auch ständig die Haare färben. Man weiß ja, gar nicht mehr, was genau. Ist jetzt von wem die Haarfarbe und so weiter. Okay. Mhm. Hey, lass uns doch mal treffen. Ja. Durch diesen völlig unerwarteten Flirterfolg wird Adam übermütig und beginnt Dinge mitzunehmen, die ihm nicht gehören. Hier steht Gold- und Silberankauf. Schirme und Löffler und Kollegen. Oh, Rechtsanwälte. Oh, okay. Okay, sorry. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. So, ich habe vorhin angekündigt, liebe Leute, dass ich letzte Woche jetzt schon aufgerufen habe zu Logoentwürfen. Wer da irgendwie Bock hatte, konnte was basteln. Und es gab tatsächlich auch Einsendungen. Das sind alles nur Entwürfe. Das heißt, man kann farblich noch variieren. Man kann von der Schriftart variieren und so weiter. Das sind aber schon so Sachen, dass man sagen kann, okay, guckt euch das mal an. Wir werden das dann natürlich noch ein paar Mal überarbeiten. Wir werden dann Intros machen. Das wird als Bauchbinde dienen und so weiter. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Um 21 Uhr steht die nächste Station für Skyline TV fest. Adam kann sein Glück kaum fassen. Und wo geht's jetzt hin?
Wo ist das jetzt? Irgendwo in Ostdeutschland, in irgendeinem Kaff? Wie viele Einwohner hat das? Ich guck mal nach, ob die Transaktion wirklich kam. Sie kam. Welch Freude. Und nun aus der WG des Begleiters. Hey meine Lieben, willkommen beim Tutorial. Einfach abwaschen mit Adam. Ich habe hier auch schon was vorbereitet. Ich habe hier extra dreckiges Geschirr gemacht. Mit meinen Homies haben wir uns extra ein ganzes Wochenende so richtig gut gehen lassen. Wir haben getrunken, aber auch gegessen. Es gab Müsli, das ist natürlich ein bisschen blöd für die Zähne, aber trotzdem haben wir uns da einiges einfallen lassen, um ein bisschen dreckiges Geschirr zu haben. Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, dass dieses Ding hier schon vorher gefehlt hat. Nur ein kleiner Hinweis so für den Hintergrund. So, was brauchen wir denn zum Abwaschen? Denk mit von DM, Spülmittel Ultra. Das ist ein super Produkt und ist auch super flauschig weich mit den Händen zu kombinieren. Manchmal ist ja das Problem, dass nicht mehr so viel übrig ist. Da muss man einfach quetschen. Entsprechend hier diese Scheiße rauszubekommen. Nach dem Abwasch wird noch ein wenig Schildkröte gespielt. Ich muss nur kurz hier reingehen. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Oh, mein Panzer ist so groß. Mit meinem Panzer komme ich nicht so gut rein. Ich sollte den Panzer ausziehen. Ach, mein Arsch ist zu fett für diesen Kram. Danach ist auch schon wieder das Ende erreicht. Vielen lieben Dank, lieber Chat. Vielen Dank, Tom, an der Kamera. Mal wieder fleißig wie immer und ohne ständigen Zoom. Und vielen Dank, CF in der Regie, der mal wieder eine große Hilfe war, weil ich nicht immer auf den Bildschirm gucken musste. Vielen Dank natürlich auch an die Guides, Mama und den Weihnachtsmann. Mein Name ist Johannes Lemmen. Und wenn ihr die ganze Geschichte sehen wollt, schaut euch die Live-Aufzeichnung an. Ach ja, abonnieren und so, ihr wisst schon. Ach ja, und da war noch was. Ich habe 1000 Abonnenten. 1000! Nur, dass ihr Bescheid wissen. Sorry, ich spuck ein bisschen, aber 1000 Stück. Dankeschön. Danke. Ich habe 1000 Abonnenten. Super, Sassi. Ich habe 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten haben wir. Warum sind wir 107 Leute heute? Was ist los? Ich habe 1000 Abonnenten, 1000 Stück. Das ist es halt. Deswegen sind wir 107 Leute. Ich habe auch keine Werbung geschaltet oder sonst irgendwas. Okay, schnell. Hier, schnell. Alles anzünden am besten, solange es noch läuft. Weil das Große, du machst den Großen. Hier. Ja, ich meine die hier. Oder nee, machen wir gleich separat. So. Hey, danke 1000 Abonnenten. Hallo. Cool. Abonniert diesen Kanal.